Wie finde ich eigentlich einen guten Barbier bzw. Friseur? Sagen wir mal, du bist frisch umgezogen und neu in der Stadt oder du bist einfach nicht mehr zufrieden mit deinem alten Friseur bzw. Barbier und möchtest einfach mal was Neues ausprobieren. Und die erste Frage, die dir dann in den Sinn kommt, ist logischerweise folgende. Wie finde ich eigentlich einen guten Friseur bzw. Barbier bzw. woran erkenne ich, dass er gut ist? Dazu heute aus meiner Perspektive, worauf ich achten würde, wenn ich auf der Suche bin nach einem kompetenten und adäquaten Friseur bzw. Barbier. Punkt Nummer 1, achte auf das Interieur und auf die Einrichtung. Ich würde mir erstmal ein Bild davon machen, wie ist der Laden überhaupt eingerichtet? Hat sich jemand dazu Gedanken gemacht oder sind die Sachen einfach nur so hingestellt worden? Heißt, passt der Laden zu deinen Vorstellungen und zu deinem Stil? Wenn ja, würde ich zudem natürlich auch auf jeden Fall darauf achten, ob der Laden aufgeräumt und sauber ist. Außerdem ist ein guter Indikator dafür, ob jemand sein Handwerk versteht oder nicht, immer so ein Zertifikat bzw. so ein Handwerksbrief. Die meisten Friseure oder Barbiere hängen sich das auch in den Laden hinein. Achtet immer drauf, wenn ihr beim nächsten Friseurbesuch seid. Punkt Nummer 2, ich würde auf jeden Fall auf das Handwerkszeug achten. Heißt, schau dir mal ganz genau die Geräte an, die der Barbier bzw. der Friseur benutzt. Sind das Markengeräte? Sind das wirklich qualitativ hochwertige Geräte? Und sind die Geräte gepflegt und gewartet oder eher weniger? Drittens, wirf einfach mal einen Blick auf die Preise. Bietet der Laden seine Dienstleistungen für 10 bis 15 Euro pro Haarschnitt an oder kostet der Haarschnitt tatsächlich schon ein paar Euro mehr? Ich meine, ein Preis muss nicht zwangsweise ein Indikator für Qualität sein. Auch bei einem hochpreisigen Barbier kann natürlich mal was schieflaufen. Aber es ist am Ende des Tages tatsächlich so, dass ausgebildete Friseure oder Barbiere meistens immer einen etwas höheren Preis aufrufen als die sogenannten selbsternannten Barbiere, die keine Ausbildung in dem Bereich genossen haben. Viertens, achte auf die Produkte, die der Barbershop verwendet. Sind das günstige Drogerieprodukte oder günstige Massenprodukte? Oder sind das tatsächlich wertige Produkte, Markenprodukte oder auch spezielle Barberprodukte? Das siehst du eigentlich auf den ersten Blick. Und falls du unsere Produkte von Vince irgendwo in einem Barbershop siehst, dann weißt du auf jeden Fall, dass der Laden was drauf hat. Punkt Nummer 5. Achte ganz genau darauf, wie der Mann oder die Frau hinter der Schere arbeitet. Fühlt er sich wohl und ist er sicher an dem Umgang mit den Geräten, wie zum Beispiel mit dem Clipper oder mit dem Rasiermesser und der Schere, oder eher unsicher? Und läuft das Ganze nur schnell, schnell ab und versucht er seine Kunden ratzfatz abzuarbeiten oder nimmt er sich auch genügend Zeit für die Feinheiten, um wirklich ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, beim Punkt Nummer 6, und zwar Terminvergabe. Gibt ein Friseur Termine raus oder ist es nur so ein Walk-in bzw. Cut-and-Go-Friseur ohne Termin? Für mich ganz klar ein ganz wichtiger Indikator. Warum? Beim Walk-in-Friseur, Cut-and-Go-mäßig, werden natürlich so viele Kunden es geht, so schnell wie möglich abgearbeitet. Heißt, das muss ratzfatz gehen, der nächste Kunde sitzt schon auf der Bank und wartet und da hat man einfach Druck und das Ganze muss wirklich schnell, schnell gehen. Bei einem Friseur bzw. Barbier, der Termine vergibt, sieht das anders aus. Die Termine sind ganz klar geregelt. Man kann sich genügend Zeit nehmen von Kunde zu Kunde. Was natürlich auch wirklich wichtig ist, wenn du eine vernünftige Frisur haben möchtest. Siebtens, mach den kurzen Online-Check. Ist, denke ich mal, heutzutage Pflicht. Schau einfach mal auf die Website des Ladens. Schau einfach mal bei den Google-Rezensionen, was sagen andere Leute über die Dienstleistung und über den Laden. Und schau auch mal bei Instagram vorbei. Ja, das gibt dir einfach schon so einen ersten Eindruck, ob der Laden sich wirklich Mühe gibt mit dem, was er macht, und somit weißt du schon so ein bisschen, worauf du dich einlässt. Und achtens, last but not least, Leute, wohl die effektivste Variante, wenn du auf der Suche nach einem neuen Friseur oder Barbier bist, sprich einfach Leute direkt offline an. Wenn du siehst, dass jemand zum Beispiel eine gute Frisur hat oder gerade frisch vom Friseur irgendwie kommt, sprich ihn einfach an, frag, hey, wo lässt du deine Haare schneiden? Deine Frisur sieht cool aus, ich bin auch auf der Suche nach einem Friseur, denn am Ende des Tages denke ich, dass Empfehlungen wirklich immer das Beste sind. So Leute, das sind meine Faktoren, auf die ich achte, wenn ich auf der Suche bin nach einem kompetenten Friseur oder Barbier. Und falls du jetzt aktuell jemanden kennst, der vielleicht gerade auch auf der Suche ist nach einem neuen Friseur oder der sich vielleicht mal einen neuen Friseur suchen sollte, teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf der Suche nach einem guten Friseur oder Barbier eures Vertrauens.